Es ist Samstag, 28. März 2020, 21 Uhr, und ich melde mich wieder zu Wort. Wer mein letztes Video gehört hat, dem ist vielleicht aufgefallen, dass ich 26. März 2019 gesagt habe. Das war natürlich der 26. März 2020. Aber ich habe mein Video abgeschlossen mit dem Gedanken, Not lehrt beten, und möchte diesen Gedanken ein bisschen fortführen. Ich habe versucht, ein bisschen zu erklären, was ich unter Beten verstehe und was ich damit meine. Und ich habe versucht, es einfach zu erklären. Möchte damit auch fortfahren. In Zeiten wie diesen ist das Wichtigste zu wissen, wo man seine Kraft hernimmt. Denn ich glaube, wir werden viel Kraft brauchen für das, was vor uns liegt. Zumindest wenn ich wir sage, diejenigen, die ehrlichen Herzens versuchen, die Wahrheit zu verstehen und die Wahrheit zu erkennen. Ich habe versucht, auch darauf aufmerksam zu machen, wie schwierig es ist, Wahrheit und Irrtum zu unterscheiden. Und ich glaube, dass es für die meisten Menschen in dieser Zeit sehr, sehr schwierig ist. Sonst wäre es nicht denkbar, dass so eine Panik vorherrscht und so ein irrationales Verhalten. Wer versucht, Wahrheit von Irrtum zu unterscheiden, der braucht natürlich ein Fundament, auf das er sich stützen kann. Und die Frage ist, wo soll er es hernehmen? Worauf soll er seine Entscheidungen gründen? Da gibt es etwas im Menschen, das nennt sich Gewissen. Und wenn ich in meinem letzten Video Viktor Frankl zitiert habe, dann möchte ich auch ihn diesmal zitieren, mit einem anderen, in einem anderen meiner Lieblingsbücher. Schauen wir mal, ob das jemand lesen kann. Ja, der leidende Mensch, anthropologische Grundlagen der Psychotherapie, anthropologische Grundlagen, das heißt, in diesem Buch beschäftigt sich der Autor mit dem richtigen Menschenbild. Man könnte da jetzt vieles drüber reden, aber was ich vorlesen möchte, was ich wertvoll finde und was mir geholfen hat in meinem Leben, ein Zitat hier. In letzter Zeit bin ich in zunehmendem Maße auf etwas zurückgekommen, das ich bereits als etwa 14-Jähriger erlebt und erfahren hatte, dann aber erst im Rahmen der ärztlichen Seelsorge, also 1946, erstmals zu publizieren Gelegenheit hatte. Meine These nämlich, dass sich Gott vielleicht am treffendsten definieren ließe als der Partner unserer intimsten Selbstgespräche. Das heißt praktisch, was einer in seiner äußersten Einsamkeit, damit aber auch in letzter Ehrlichkeit sich selbst gegenüber bedenkt und in innerer Sprache bespricht, das alles bespricht er eigentlich mit Gott. Mag er nun Theist oder Atheist sein, irgendwie wird es unwesentlich, dass sich Gott nunmehr operational definieren ließe als derjenige, mit dem er so oder so spricht. Nun, das ist ein Fakt, dass jeder Mensch Selbstgespräche führt. Und man kann sich nun fragen, mit wem rede ich denn da eigentlich? Gibt es da eine höhere Instanz, mit der ich rede? Oder rede ich wirklich nur mit mir selbst? Das kann jeder für sich selbst entscheiden. Aber Fakt ist, der Mensch führt diese Selbstgespräche, und es ließe sich hier, nachdem Gott definieren als Partner unserer intimsten Selbstgespräche und als der, der durch das Gewissen zu uns spricht. Das deckt sich mit einer Aussage aus dem Römerbrief vom Apostel Paulus, die möchte ich auch zitieren. Römerbrief Kapitel 2, Vers 14 und 15, wenn sogar Menschen, die Gottes geschriebenes Gesetz nicht haben
unbewusst so handeln, wie es das Gesetz vorschreibt, so beweist das, dass sie in ihren Herzen Recht von Unrecht unterscheiden können. Durch ihr Verhalten zeigen sie, dass Gottes Gesetz in ihr Herz geschrieben ist, denn ihr eigenes Gewissen und ihre Gedanken klagen sie entweder an oder bestätigen, dass sie das Richtige tun. Es trägt also diesen Aussagen zufolge jeder einen Kompass in sich, der sich Gewissen nennt und der ihn bestätigt, ob er richtig oder falsch handelt. Das eine ist also beim Gebet mein Gespräch zu Gott. Ich sage ihm, was ich denke. Ich sage ihm, wie ich mich fühle. Ich schütte mein Herz vor ihm aus. Das andere ist seine Antwort mir gegenüber, die sich durch das Gewissen mitteilt. Und hier sind wir an einem wichtigen Punkt in dieser ganzen Frage, der wir uns jetzt momentan gegenüberstehen, nämlich dieser Coronavirus-Frage, die alle Leute beschäftigt. Und da möchte ich die Frage stellen, ist das, was wir da tun, richtig? Ist es richtig? Und nach welchen Kriterien entscheiden wir, ob es richtig ist? Handeln wir vernünftig oder handeln wir panisch? Und wem kann ich in dieser Situation vertrauen? Das ist eigentlich nicht leicht herauszufinden, wem man da vertrauen kann. Fest steht, der Mainstream, der große Teil der Menschen derzeit, scheint den Maßnahmen zu vertrauen, die die Regierung setzt. Ob sie es tatsächlich tun, ist eine andere Frage. Ob sie es gezwungenermaßen tun, aber sie scheinen diesen Maßnahmen zu vertrauen. Es sei allerdings erlaubt, ein paar Fragen zu stellen, die das Gewissen gebietet. Nach allem, was wir momentan über dieses Virus wissen, und da stütze ich mich auf Aussagen kompetenterer Leute als ich, die kann man sich im Internet anhören oder auch auf einschlägigen Websites nachschlagen, und zwar nicht irgendwelche Websites, sondern durchaus wissenschaftliche, validierte. Ich möchte mich, wie gesagt, in dieser Diskussion nicht unbedingt beteiligen, weil ich mich dafür nicht, sagen wir mal, unnötig exponieren möchte und weil es Leute gibt, die kompetenter sind als ich. Aber ich glaube, dass Professor Wodarg, Professor Hockerts oder die Swiss Propaganda Research durchaus gute Daten gesammelt haben und man kann das dann dort nachschauen. Und nach allem, was wir momentan wissen, auch von beiden Seiten dieser Diskussion, ist bestätigt, dass 85% derer, die Corona bekommen, eine harmlose Grippe bekommen und dann ist es vorbei. Und nur 15% eben ernsthafte Symptome entwickeln und die alle in einem hohen Alter sind. So viel ist man sich einig, dass das in einem Alter unter 60 bei einem immunkompetenten, gesunden Menschen in der Regel keine Lebensgefahr darstellt. Dennoch ist es so, wenn man das vernünftig betrachtet, was tun wir? Wir sperren als erstes die Jungen weg. Das Erste, was geschlossen wurde, waren die Schulen und die Kindergärten und die Hochschulen. Und dann die Berufstätigen und ruinieren die ganze Wirtschaft. Das haben wir noch nie gemacht, aber das geschieht jetzt. Während es doch rein von der Vernunft her ganz an und für sich der bessere Weg wäre, zu sagen, ja, die Leute, die in einem hohen Alter sind oder die Leute, die eben immungeschwächt sind, die sollen zu Hause bleiben und wir versorgen sie gut. Und wir versorgen sie und helfen ihnen, dass sie eben zu Hause bleiben können. Das wäre an sich für mich der logischere Weg, einfach vom Hausverstand her. Also während es für mich eigentlich nicht dem Hausverstand entspricht und auch nicht der Vernunft,
wenn man es, wie es momentan läuft, von der Polizei gefragt wird, was man einkauft oder warum man sich auf die Straße begibt. Und wenn gesagt wird, es dürfen sich nicht mehr als 4 oder 5 Leute treffen, das wechselt ja auch ständig, wie viel sich treffen dürfen, es werden ja immer weniger. Am Anfang waren es noch 100, jetzt sind es noch 5, glaube ich. Also morgen sind es vielleicht nur noch 3, keine Ahnung. Ob das vernünftig ist, darüber kann man sicherlich diskutieren. Aber wie dem auch sei, was das Gewissen anbetrifft, was werden wir tun, wenn demnächst, und wenn es so weitergeht, ist das eigentlich zu erwarten, ein Impfzwang kommt. Ich war beinahe 20 Jahre in der Justizanstalt Graz-Kallau tätig und habe dort gelegentlich auf Anordnung hin und auf Erlaubnis vom Justizministerium eine Zwangsinjektion gegeben. Ich durfte allerdings nie, und das ist gut so, irgendjemand eine Zwangsinjektion geben, ohne vorher eine Genehmigung eingeholt zu haben. Das wäre eine Körperverletzung gewesen. Und derzeit ist das auch noch eine Körperverletzung. Die Frage ist, wie wird das dann sein? Wenn diese Art von sozialem Druck zunimmt, die man als solidarisch angeht, bezeichnet, das ist ja Herdenimmunität und so weiter, wenn das dann zunimmt und ein Impfzwang kommt, da muss sich jeder dann fragen, und ich werde mich als Arzt fragen müssen, kann ich es verantworten, Menschen eine Verletzung zuzufügen, die das eigentlich nicht wollen. Ich hoffe, dass das in Österreich nie kommt, aber wenn es so weitergeht, frage ich mich, was passiert. Derzeit jedenfalls ist es so, und das kann man in den Zeitungen lesen, wir haben Fälle mittlerweile, wir haben mehr als 4.500 Anzeigen in Österreich, wir haben Fälle, die in den Zeitungen berichtet sind, wo eine Frau zum Beispiel in Wien sich auf eine Parkbank setzt, weil sie müde ist auf einem Spaziergang und dafür Strafe bezahlen muss. Warum? Wir haben Berichte in den Zeitungen, wo 4 Personen, 4 Männer sich in einem Tennisverein treffen und halt eine Pizza bestellen und laute Musik spielen und die Polizei kommt und sie müssen Strafe bezahlen. Das wird als Corona-Party bezeichnet und wandert durch die Presse und wird aufgeputscht. Wir haben Situationen, die der Vernunft nicht mehr entsprechen. Und ich glaube, das ist mehr zu fürchten als das Virus. Was wir momentan haben, ist, dass wir eine kopflose, panische Reaktion haben. Ich meine jetzt nicht unbedingt von der Regierung. Bitte, man möge mich nicht missinterpretieren, aber an verschiedenen Orten von verschiedenen Leuten. Und wenn das zunimmt, wird jeder Einzelne sich fragen müssen, wie er sich in dieser Situation verhält. Und er wird einen Kompass brauchen, auf den er sich stützen kann. Man darf sich derzeit nicht auf einen Kinderspielplatz begeben. Mein Sohn erzählt mir, dass es einer seiner Freunde von seinem Vater nicht mehr bei der Tür hineingelassen wurde, weil er sich auf die Straße begeben hat und weil der Vater Angst hat, wenn das der Sohn mit einem Coronavirus nach Hause kommt. Kollegen erzählen mir, dass sie in Quarantäne gesteckt werden und 14 Tage die Ordination schließen müssen oder 14 Tage nicht sonst tätig werden können, weil sie mit jemandem Kontakt gehabt haben, der hinterher dann getestet wurde und sich als Corona-Patient herausgestellt hat. Wir führen Tests durch und wir isolieren Leute oder setzen sie in Quarantäne, nur weil sie überhaupt mit einer getesteten Person Kontakt hatten. Keine Symptome, keine Krankheit, kein gar nichts. Das haben wir noch nie gemacht. Das sollte zu denken geben. Das haben wir noch nie gemacht. Und wir haben Epidemien gehabt, die nachweislich gefährlicher waren als Corona. Wenn jemand daran interessiert ist,
in dieser Situation herauszufinden, was Wahrheit ist, dann rate ich ihm nachzudenken über Begriffe wie Freiheit, Gewissen und Verantwortung und Menschlichkeit. Denn wenn er in Kategorien von Politik und Wissenschaft derzeit denkt, dann kann es leicht sein, dass er in die Irre geführt wird. Was derzeit geschieht, ist nicht wissenschaftlich. Es wird als wissenschaftlich dargestellt, aber es ist nicht wissenschaftlich. Es ist keine Evidence-Based Medicine, die uns allen abverlangt wird. Wir haben schon wegen der Kürze des Geschehens nicht ausreichend Daten über die Gefährlichkeit dieses Virus. Und nach allem, was wir momentan darüber wissen, ist es bei weitem nicht so, dass die Gefährlichkeit dieses Virus rechtfertigen würde, dass Menschen einfach nur deswegen auf der Straße aufgehalten werden und kontrolliert werden und gefragt werden, was sie tun, nur weil sie sich überhaupt auf die Straße begeben. Welchen Grund sollte es geben und welche Gefahr sollte jemand darstellen, der aus dem Haus geht und wieder in sein Haus zurückkehrt? Ich kann gerade noch verstehen, dass man argumentiert, es sei eine Gefahr, wenn jemand von einem Haus ins andere geht, weil er da vielleicht etwas überträgt. Aber wenn er an die frische Luft geht, seinen Abstand zu den Leuten hält und dann wieder in sein Haus zurückkehrt, dann weiß ich nicht, was das für eine Gefahr sein soll und wo da die Vernunft ist, dass man solche Maßnahmen setzt. Und da muss sich die Frage stellen, was hat das mit Medizin zu tun? Das hat mit Medizin nicht mehr viel zu tun. Da geht es offensichtlich um etwas anderes.